liebe Kinder, hallo, liebe Eltern. Hier ist wieder eure Andrea von der Sportvereinigung Besigheim. Wir vom KIP-Team haben uns wieder viel für euch einfallen lassen und wie ihr schon seht, wir brauchen dazu Luftballons. Und Luftballons haben eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Ja, wisst ihr, wenn wir die nach oben werfen, die kommen ganz langsam runter. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir Ballspiele lernen wollen, dann haben wir hier ein ganz langsames Verhalten und können das für kleine Kinder oder für Kinder, die ein bisschen langsamer was lernen wollen, das Ganze einfacher machen. Luftballons kann man auch balancieren, man kann sie werfen, man kann sie schießen, man kann sie pusten. Also so ein Luftballon gehört in jedes Kinderzimmer, ja? Oder in jeden Haushalt, jede Wohnung, zum Empfehlen. So, was braucht man noch zu den Luftballons? Wir brauchen heute so Zeitungsrohre, ja? Einfach eine Zeitung, mehrere Blätter, wickelt ihr und dann macht ihr Haushaltsgummis rum, damit das Ganze hält. Guck mal, Paula, dann ist das schon ganz schön gutes Rohr. Magst du das mal nehmen? Ja, das ist ganz schön, wie so ein Stab ist das, ja? Am besten für jeden, der mitspielt, ein Rohr. So, dann brauchen wir noch eine Decke, auf der sitzen wir. Und ihr seht schon hier außen vielleicht, da haben wir Stühle, das sind nachher später mal unsere Tore. Und dann dürft ihr natürlich, wer nicht fehlen darf, ist natürlich eure Eltern. Und ich habe mir heute Verstärkung geholt von der Bifi und der Paula wieder. Die kennt ihr ja auch schon. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach. So, also heute geht's zu den Schneewichteln. Paula, weißt du, wo die Schneewichtel leben? Im Winter. Im Winter leben die? Die leben draußen im Schnee und die lieben Kälte und die lieben Schneeflocken, ja? Da fühlen sie sich richtig wohl. So, und wenn wir rausgehen, dann müssen wir uns erstmal anziehen, ja? Ihr habt hier zwei Jacken euch bereitgelegt, ja? Und ihr kriegt jetzt, pass auf, ihr kriegt eine Aufgabe. Ihr müsst einen Luftballon irgendwie in der Hand halten, balancieren oder irgendwo an euch haben. Der darf nicht den Boden berühren. Und ihr müsst dabei die Jacke anziehen. Also ihr müsst irgendwie den oben halten. Jeder hat eine und ihr zieht die Jacken an. Okay, das ist noch einfach. Probiert das mal aus. Ihr könnt den, ja, genau. Ach, das ist voll easy. Voll easy, das sehe ich schon. Also total einfach. Paula auch geschafft, oder? Okay, pass auf, wir machen das schwieriger. Ja? Zieht die wieder aus. Zieht die aus. Könnt ihr am Boden legen oder nicht? So, pass mal auf, ihr nehmt mal zwei, jeder zwei Luftballons. Ja? So, die dürfen sich nicht berühren, Paula. So, und jetzt probiert ihr nochmal die Jacken anzuziehen. Jetzt müsst ihr schon mal ein bisschen überlegen. Ja, ihr dürft euch gegenseitig helfen. Ja, gib mir mal die zwei. Gib mir mal deine zwei. So. Die haben sich nicht berührt, guck. Wow! Gute Lösung. Ja, zieh dich an. Zieh dich schnell voll an, dass ich mich auch anziehen kann. Zieh dich richtig an. Genau, ich würde das auch machen. Genau, so, richtig. Jetzt musst du meine nehmen. Du musst der Mama jetzt helfen. Ja, jetzt musst du meine nehmen. Ja, dann darfst du auch hier. So, und jetzt? Jetzt musst du meine auch noch irgendwie nehmen. Mach mal einen da zwischen die Beine. Na, ich hätte da. Aber sie dürfen sich nicht berühren. Einer hier unten. Ja? Und einer in meiner Hand. Aber nicht den Backen. Nicht berühren. Wow, okay. Yippie. Super Lösung. Gar angezogen. Und Kinder, ihr findet vielleicht auch noch andere Lösungen. Ihr könnt jetzt noch probieren, noch einen fünften mit dazu nehmen und vielleicht noch einen sechsten. Probiert es einfach aus. So, wir machen aber jetzt nochmal. Kinder! Ja, du darfst schon loslassen. Aufgepasst, Paula, nochmal eine andere Version. Ja, Variante. Zieh deine Jacke einfach aus. So, das nächste Aufgabe ist, ihr sollt die Jacken wieder anziehen, aber ihr kriegt jeder einen Luftballon. Den sollt ihr in der Luft irgendwo, Paula, Fuße, irgendwo nach oben schlagen, nach oben. Der soll in der Luft sein. Der darf den Boden nicht berühren. Ja? Jeder kriegt einen Luftballon. So, spielt den irgendwie nach oben, helft euch gegenseitig. Komm, warten wir zu. Ja, probier's mal alleine. Ja, du kannst schon mal probieren alleine, aber ob das. Und? Komm, dazu. Jetzt. Ja. Schon an. Ja, und ich will allein. Ja, mach. Ja. Warte. Hier sind da
noch nicht. Guck mal, ich sehe die Mama wohl das auch. Ich meine Arme. Schwierig, ja. Arme nicht. Frau, da musst du helfen. Genau, genau. Wir mal schnell zu. Ja, super. Hippie. Super, genau. Genau. Ihr dürft euch wieder gegenseitig helfen. So, wollt ihr es noch mit drei probieren? Aber dann müsst ihr euch wirklich gegenseitig helfen. Mit drei? Ja, sollt ihr es probieren? Ja, also. Nochmal eine Jacke aus. Ihr probiert es mit drei. Jetzt wird es lustig. So. Nach okay. Oben, nach ja, nur mit drei. Das ist insgesamt drei. Das insgesamt drei. Paula, einer muss weg. Okay. Ich bin gerne dabei. Okay, dann tun wir die weg. So, also los geht's. Ziehst du als erstes an? Ja, ich hatte leider. Ja, so wird es auch funktionieren. Wenn du aber der muss nach oben gespielt werden. Du musst ihn immer bespielen, genau. Genau. Wir sind schon zu dritt. Nach oben spielen. Genau. Ja. Schön, schön überfordert mit beiden. So. Genau. Ich bin wieder zurück. Wo ist mein Ärmel? Ja, schwierig, ja? So, jetzt muss der aber der Mama helfen. Guck mal. Ich habe nämlich jetzt zwei, Paula. Komm. Du musst jetzt mit zwei machen. Ja. So, mach du mit zwei. Genau, balance. Aber beide ein bisschen nach oben stehen, genau. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Hier, Paula, wo bist du hier? Ich bin hier. Ja. Oh, Mama. Ja, gut, die Mama muss noch in eine Ferne rein. Die Mama kommt bitte rein. Ich will hier. Ich würde sagen, fast geschafft war es. Sehr gut. Und so könnt ihr euch ganz verschiedene Aufgaben stellen. Ihr könnt es schwieriger machen. Ihr seht schon, je mehr dabei sind, vielleicht wird es dann wieder ein bisschen einfacher. Aber, Paula, ganz gut ist immer, wenn man zusammen spielt bei diesem Spiel. Okay. Dann würde ich sagen, Paula, geh mal los und besuchen die Wichtel, oder? Oh ja. So, wir sind draußen im Schnee. Das sind jetzt unsere Schneeflocken, ja? Und ihr sollt mal einfach mal spazieren gehen und immer die Schneeflocken mit dem Fuß mal berühren, so dass sie nicht davonfliegen, aber immer ein bisschen berühren und einfach mal rumlaufen. Genau. Sehr schön. Schön viele Schneeflocken, die ihr bewachen müsst. Super. So, dann dürft ihr mal mit dem Fuß eine nach oben kicken und das ist eure. No, dass ihr sie mit der Hand spielen könnt. Welchen willst du? Lila. Okay. Weiß. Kick sie mal nach oben und dann spiel sie weiter mit der Hand. Ja, du guckst sie, da ist sie schon. So, da mit der Hand weitermachen. Hopp. Genau. Und jetzt nimmst du mal den Handrücken. Immer nach oben spielen. Genau. Super. Oh, wieder zurück. Und dann nehmt ihr mal die Hand Innenseite. Oben stimmt aber nicht so arg. Innenseite. Wenn du so ein bisschen weniger machst, dann geht das nicht so arg hoch. Schau. Super. Ich will aber das sehr hoch. So, wer schafft's denn mit dem Ellbogen? Tschück, mit dem Ellbogen. Ja, kommst du wieder zurück. Ja, genau, mit dem Ellbogen. Super. Ganz schön schwierig. Sehr gut. So, wer schafft's denn mit dem Knie? Mit dem Knie. Ich mach hier ein Bild, Pauli. Mit dem Knie nach oben. Ja, ganz schön schwierig, oder? Ruhig ausprobieren. Ja, super. Wo ist er denn? Ach Mann. Genau, mit dem Knie. Wo es wieder einfacher ist, ist der Fuß. Ja. Fuß ist wieder ein bisschen einfacher. So, und dann machen wir die Königsklasse. Wir probieren mit dem Kopf. Oh, super. Man muss den hin und wieder mal.
mal mit der Hand wieder schön hochspinnen, damit er wieder schön oben ist, ja? Oder mit dem Fuß. Sehr gut. So, dann mal ganz kurz fangen. So, ihr kriegt von mir den Orangenen mit dazu. Ihr spielt jetzt zusammen und müsst gucken, dass alle drei in der Luft bleiben. Ist egal, wie ihr die nach oben bringt, okay? Aufgabe ist, also, habt ihr gehört? Alle drei sollen in der Luft bleiben. Wer will anspinnen? Ich gebe ihn auf. So. Alle drei in der Luft lassen. Alle drei müssen in der Luft sein. Okay. Und nicht auf den Boden fallen. Okay? Nicht auf den Boden. Auf die Plätze fall ich los. Wir spielen zusammen, Paula. Wir spielen nicht gegeneinander, sondern zusammen. Oh! Paula, hier, hier, hier. Oh, der Rote ist unten. Der Rote muss wieder hoch. Komm, wir spielen zusammen. Hallo? Hallo? Paula, komm wieder zurück. Ah, heute sehe ich schon, da müssen wir die Kamera mitschwenken. Wir auch wieder zu haben. Ja. Jetzt? Ja. Ich spiele auch wieder mit. Sehr schön. Genau. Hey Mama! So, und ihr seht schon, ihr müsst da ganz viel gucken, ganz viel schlagen. Oh. Und hier ist nochmal der Lila. So, und stopp. Jetzt nehmt ihr nochmal eine in die Hand. Paula, den nimmst du aus. So, ist anstrengend, gell? So, jetzt kriegt ihr nochmal neue Aufgaben. Und zwar, ihr spielt dann wieder nach oben mit den Händen, ja, so am einfachsten. Und ihr probiert euch dabei mal hinzuknien und wieder aufzustehen. Oh, Tipp ist, gar nicht so weit nach oben zu spielen, ja? Ja, guck mal, die Mama macht das ganz vorsichtig. Hinknien und wieder aufstehen. Und jetzt wieder aufstehen, Paula. Oh mein Gott, nein! Nochmal, probier's nochmal. Das schaffst du. Habe ich gesehen. Ja, wenn du ihn unter Kontrolle hast. Ja, gut. So, eine Stufe schaffen wir vielleicht noch. Vielleicht schaffst du es auch noch, dich hinzusetzen und wieder aufzustehen. Aha. Ja? Jetzt wird's lustig, oder? Oh. Jetzt wieder hochkommen. Ja, und wieder hoch. Komm. Ja, ja. So, Kinder, und so könnt ihr das immer mehr steigern. Ihr könnt euch noch hinlegen, auf den Bauch legen. Ihr könnt auch auf den Rücken legen, wieder aufstehen. Ihr könnt dann wieder probieren, mehrere Luftballons mit dazu nehmen. Ja, oder, ja, super, super, super. Und kommt wieder hoch. Klasse. Und so könnt ihr könnt eine Liegestütze zwischendrin machen und wieder aufstehen. So könnt ihr das ganz individuell gestalten. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir zu den Schneewichteln weiter. Jetzt sind wir im Schnee draußen und jetzt gehen wir weiter zu den Schneewichteln. Das sind ganz verspielte kleine Wichteln. So, wir sind jetzt bei den Wichteln und die Wichtel, das sind ganz, ganz schnelle Wesen, ja? Und die machen immer, die spielen ja viel und die machen ein Rennen, Paula. Ja? Und jetzt hat jeder einen Luftballon und wir stellen uns hier mal auf die Linie. Und erste Aufgabe ist, du machst die Handfläche nach oben, ja? Und du probierst den Luftballon zu balancieren, ja? Um deinen Stuhl rum und wieder zurück. Das machen die Wichtel nämlich immer so. Ja? Sehr schön. Ruhig, es geht nicht um Schnelligkeit, es geht darum, dass wir das gut schaffen. Oh, super gemacht, Paula. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Wir probieren mal die Hand Handrücken zu nehmen. Genau. Jetzt musst du schön ausbalancieren, weil der Luftballon, der geht so ein bisschen nach links, mal nach rechts. Ja? Und der Luftballon, der bestimmt euren Weg jetzt. Ja? Das ist schwierig. Ja, lass dir ruhig Zeit. Komm, lass dir Zeit. Ja. Ruhig Zeit lassen, Paula. Ruhig ein bisschen Tempo rausnehmen. Ja? Sollen wir weiter? Noch ein bisschen schwieriger? Ja? Jetzt haben wir unsere Zeitungsrohre. Nimm mal zwei Zeitungsrohre. Okay, ich helfe dir ein bisschen. Du nimmst jedes ein Zeitungsrohr in jede Hand. Genau. So, den Luftballon. Nur drauflegen, nicht zusammenquetschen den Luftballon, ja? Wir wollen den balancieren. Und du probierst so über den Rad, ein bisschen weiter runter die. Okay, lass dich mal los. Okay.
Und dann probiert ihr wieder den Luftballon zu balancieren. Ja? Ja, langsam, langsam, aber gut. Wieder gefangen. Genau. Langsam wieder zurück. Ja. Sehr gut. So, wenn ihr schon ein bisschen größer seid, liebe Kinder zu Hause, dann könnt ihr das auch irgendwie Wette machen mit Mama oder Papa, ja? Aber wir machen es jetzt einfach mal schaffen. So, du wirst schwieriger, ja? Okay, wir nehmen mal ein Zeitungsrohr und jetzt wird es ganz, ganz schwierig. Lasst euch ganz, ganz, ganz viel Zeit und probiert es wirklich hier vorne zu balancieren. Ja? Ganz schwierig. Konzentriert dich. Oh, da muss man erstmal ein bisschen reinkommen und jetzt musst du wirklich dahin gehen, wo der Luftballon hingeht. Ja, ja, super. Genau, das ist richtig. Sehr schön. Ja, gut. Ja, das kann mal sein, dass du zur Mama rüber gehst in die Bahn. Das macht nichts. Super. Ja. Genau, ausprobieren. Genau. Und so könnt ihr euch ganz verschiedene Sachen ausnehmen. Noch schwieriger ist, wenn man sie auf der Spitze nachher balanciert. Ja. Und so verbringen die Wichtel schon den ganzen Tag mit solchen Rennen. Ihr könnt auch selber euch noch welche ausdenken. So, was die Wichtel noch gerne spielen, das ist Schneeflockenhockey. Das ist unsere Schneeflocke. Hallo. Und ihr habt beide schon euer Zeitungsrohr wieder in der Hand. Das ist euer Hockeyschläger. Ja? Die Schneeflocke darf nur mit dem Hockeyschläger gespielt werden. Gefault wird nicht. So, und dann habt ihr links und rechts noch ein Tor. Das Tor von dir haben wir ein bisschen kleiner gemacht, ja? Weil die Mama, die muss nicht so viele Tore schießen. Ja? Und du hast ein bisschen größeres Tor gekriegt. So, ich leg mal, das ist der Puck. Die Schneeflocke am Boden. Paula, bist du bereit? Es geht gleich los. Und los geht's. Na, probiert hier ins Tor reinzuschießen. Genau. Ja. Ja, gut verteidigen wir. Sehr gut. Paula, du darfst ruhig mehr raus aus dem Tor und darfst angreifen. Ja. Schieß ein Tor. Boah. Aber pass mal auf. Beim Hockey ist immer der weit unten, ja, nicht nach oben, sondern, oh, ich würde sagen, 1:1 ist das, ja. Aber probiert schön am Boden zu bleiben, ja. Probier's mal auf dem Boden. So, wichtig ist auch ein bisschen in die Knie zu gehen, runter zu gehen, ja, dass der Rücken nicht gut wird, sondern das ist schon gefallen. Oh, ich würde sagen, 2:1 für die Mama. Weiter, komm, lass dich nicht entmutigen. Los geht's. Ja, jetzt kommt ein Trick. Oh, zwei weiter und ich würde sagen, noch eins machen wir. Noch eins machen. Mal gucken, wer es macht. Komm, Paula, lass dir mal einfach. Dann hinterher, hinterher. Paula, greif mal an. Achtung, ach, dann Fuck. Holen, schnell. So, wieder zurück. Genau. Komm, schau, doch, dass er noch eins spielen kann. Ein Tor brauchen wir noch. Komm. Paula, geh raus. Oh. Ich muss irgendwie auch. Oh. Von hinten gilt nicht. Gilt nicht. Jetzt komm. Na. Hinterher. Du schaffst dein Tor raus. Paula, musst du am besten raus und musst. Und jetzt. Oh. Gewonnen. Okay, gewonnen, würde ich sagen. So, liebe Kinder, ihr könnt ruhig die Videos mal stoppen und dann weiterspielen, wenn es euch Spaß macht. Oder ihr geht jetzt weiter zum nächsten Spiel. So, ein nächstes Spiel, ein ganz beliebtes Spiel von den Wichteln ist Sitzfußball. Ja? Und unsere Schneeflocke ist wieder der Ball und ja, ich sehe schon, es geht einfach los. Ja? Ihr dürft nur mit den Füßen spielen, ja? Und nicht faulen natürlich. Und ich würde ruhig hinterher immer im Sitzen. Komm, holen einfach wieder rein. Ja. Und dann geht's los. So, raus, genau. Guck, dass du ins gegnerische Tor streckst. Ja, hinterher. Ich würde mal hinterher gehen. Paula. Ja. Was super, Martin. Genau. Ja, super. Mit dem Fuß. Macht ihr super. Ganz toll haltet ihr euch an den Regeln. Ja. Ne? Ja, jetzt ist doch leer. Komm. Gerettet. Jetzt wäre es beinahe. So, und ihr seht schon, ja, das ist
ist ganz schön anstrengend, wenn man so hier unten ist, ja? Die Beine heben muss. Das ist richtiges Training. Ja, komm, weiter. Na, jetzt? Ja, nicht so lange. Jetzt komme ich wieder. Oh, wow. Super. Okay, ich würde sagen, Paula, das war jetzt ein Punkt für die Mama. Wir gucken mal gleich das nächste Spiel an, was die Wichtel so spielen. Ein nächstes beliebtes Spiel der Wichtel ist Schneeflockenvolleyball. Ja? So, Paula, nee, du darfst aufstehen, weil wir die gleiche Körpergröße brauchen. Und die Erwachsenen müssen auf den Knien spielen, damit sie nicht von oben schmettern können. Schmettern ist nicht erlaubt für die Erwachsenen, okay? So, und dann, seht ihr schon, Kinder, wir haben einfach die Decke hier in die Mitte zwischen zwei Stühle gespannt. Das ist unser Netz. Würde ich sagen, geht einfach los. Der Luftballon oder die Schneeflocke darf nicht den Boden berühren. Okay? Los geht's. Mehr Regeln braucht man nicht. Zack. Oh, spiele ich auch mit? Ja. Ja, super. Jetzt komm wieder rüber. Ja. Paula, du bist gut. Komm, komm, komm. Und spiel hoch. Und nochmal. Wieder. Ja, super. Komm. Komm mal. Schaffst du? Ja, super. Oh, wo ist die Mama? Auf die Knie wieder. Die Mama fängt hier zum Laufen an. Weiter, spiel weiter. Ja, aber nicht schlagen, sondern schlagen. Wieder nach oben schwingen, nochmal nach oben und rüber. Jetzt hat sie geblockt, nennt man das. Komm, und nochmal. Paula, komm, den Punkt machst du. Es geht um alles, komm. Oh! Paula hat gewonnen. Yippie! Super! Genau, Kinder, und dann könnt ihr einfach für euch selber weiterspielen. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Halt, Paula, wir wollen es bloß immer ein bisschen zeigen. Wir müssen jetzt noch nach Hause gehen. Ja? So, liebe Kinder, das war schon der Tag bei den Wichteln. Und Paula, was passiert denn, wenn es warm wird für die Schneeflocken? Was passiert denn da? Dann schmelzen die. Die schmelzen, ja, die verschwinden. Und wir wollen auch so eine Schneeflocke verschwinden lassen. Deine Aufgabe ist, die Schneeflocke zum Zerplatzen zu bekommen, und zwar durch das Draufsetzen. Setz dich einfach drauf und probier mal die Schneeflocke. Ja, deine Aufgabe. Also, wir probieren es. Und also zusammen, komm, mach mal zusammen. Guck mal hoch. Das geht gar nicht so einfach. Setz dich mal mit. Das kratzt auch ganz schön am Popo. Wo geht der Babypopo? Muss auch nicht sein. Ich würde sagen, was sagen wir dann noch am Schluss? Zu den Kindern immer? Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.